Ein Freund. Lazio! Incendio. Das sind drei. Okay. Potego. Lazio. Wir brauchen dringend was Nützliches. Wir nehmen Entwaffnungszauber dazu. Expelliarmus! Lazio! Lazio! Expelliarmus! Noch mehr? Incendio, Protego! Stufe. Incendio. Expelliarmus. Protego. Expelliarmus. Lazio. Incendio. Autsch. Expelliarmus. Incendio. Okay, das ist der letzte. Expelliarmus. Oh, okay. Das war schon ein bisschen anspruchsvoller. Revelio. Okay, hier gibt's nichts mehr. Accio. Können darüber. Okay, wir müssen wahrscheinlich. Accio. Ich hoffe, da unten war keine Truhe. Das sieht mir ja fast wie der Eingang aus. Da war doch auch so eine Treppe. Sind wir wieder im... Sind wir im Kreis gelaufen? Wir kriegen zwei Mega-Power-Tränke. Das heißt, es wird gleich wieder einen Mega-Fight geben. So wie ich das sehe. Okay. Und das sieht definitiv aus wie eine Arena. Arresto Momentum, vielleicht Levioso. Ich weiß nicht, was wir hier noch mit reinnehmen können. Noch keine Arena. Erstmal noch 5 Mega-Power-Tränke. Okay. Yes.
können wir den hier markieren. Okay, können wir anscheinend nichts mitmachen. 7 Tränke, das heißt, die Brücke wird definitiv zusammenbrechen und das ist mit 100%iger Wahrscheinlichkeit einfach nur eine große Arena. Okay, mal gucken, was hier für ein Gegner auf uns wartet. Okay. Das gefällt mir gar nicht. Arresto Momento. Glacio. Confringo. Protect. Oh. Incendio. Das gefällt mir sehr gut mit den Eiern. Arresto Momento. Lazio, Confringo. Incendio. Arresto Momento. Lazio. Incendio. Okay, das geht erstaunlich gut. Autsch. So. Was? Der hat uns aus der Arena gekickt. Okay, da müssen wir auch drauf aufpassen. Ich fand, das lief ganz gut eigentlich. Und ich wollte eigentlich gerade nur das Ei schnappen. Okay, wir müssen aufpassen, dass wir nicht aus der Arena fallen. Aber ich fand auch, der Zauber hier hat es eigentlich überhaupt nicht gebracht. Wir könnten hier eigentlich schon fast mit denen arbeiten. Oder wir arbeiten mit Levioso. Okay, da sind die beiden. Das gefällt mir gar nicht. Autsch. Lazio. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Lazio. Levioso. Oh. Bei dem großen hilft kein Levioso. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Lazio. Levioso. Autsch. Lazio. Levioso. Protego. Oh je, dich kenne ich doch. Autsch.
Wir brauchen hier definitiv schwere Geschütze. Expelliarmus, der hat keine Waffe in der Hand, oder? Expelliarmus! Na danke. Lazio. Confringo, expelliamo. Confringo. Wir hätten uns vielleicht die Eier übrig lassen sollen. Lazio. Expelliamo. Autsch. Confringo. Confringo. Gleich haben wir die Hälfte. Ich brauche definitiv das Ding hier. Die Frage ist, können wir uns mit Protego gegen das Ding schützen? Okay, wir können ausweichen. Lazio. Autsch. Wir brauchen da drüben die zwei. Ich muss länger warten da, glaube ich. Nicht rechtzeitig, ich wollte gerade abwarten und gucken, ob es geht. Da müssen wir doppelt ausweichen. Na komm schon, wir haben es gleich. Mach's gut. Wow, okay. Das war eine harte Nummer. Und wir haben es geschafft. Oh. Langsam ist mal gut hier mit diesen Brücken. Wow. Okay. Wie nice ist das denn bitte? Noch ein Denkarium. Revelium. Eine große Truhe. Ich will auf keinen Fall irgendwas verpassen. Nur mal hier außen rum kurz gucken. Nicht, dass die irgendwas dahinter versteckt haben. So. Erstmal die Truhe.
erhabener Schulumhang. Ist das nicht das... Haben wir den nicht an? Ausrüstung. Nur besonders. Sowas finden wir hier. Okay, der ist auf jeden Fall besser. Da müssen wir aber das Aussehen ändern. Und zwar in... Nicht den. Den hier. Der sieht schon mega cool aus, der Gryffindor-Umhang. Na, dann schauen wir mal ins Denkarium rein. Wie sie die Welt um sich herum verwandeln, ist bemerkenswert. Was ist denn? Sein Zustand bessert sich nicht. Er wird sich wohl nie vom Tod meines Bruders erholen. Es ist furchtbar, unsere Lieben so leiden zu sehen. Die Dürre ist Jahre her. Aber der Schmerz seines Verlustes sitzt so tief wie am allerersten Tag. Er braucht keine hübschen Säulen, sondern Frieden. Was, wenn ich helfen kann, Professor? Sie tun doch schon so viel für Ihren Vater. Das reicht nur nicht. Ich will ihm den Schmerz nehmen. Ich weiß, es ist verlockend, mit der Magie, die Sie beherrschen, mehr als nur die physische Welt zu verändern. Aber menschliche Gefühle haben ihre ganz eigene Macht. Selbst die umsichtigste und fähigste Hexe könnte den Ausgang nicht vorhersehen, den ihre Manipulation zur Folge hätte. Soll ich nur zusehen, wie der Schmerz ihn zerfrisst? Sie haben kein Recht, ihn zu nehmen. Jedes Jahr aufs Neue sehen Schüler in ihren Teeblättern immer haarsträubendere Dinge. Oh, Miss Morgannock. Willkommen zurück in Hogwarts, Professor. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Professor Rookwood? Ich bin hoch erfreut, dass Sie Verteidigung gegen die dunklen Künste lehren werden, Professor. Hier, nehmen Sie Platz. Erzählen Sie von Ihren Reisen. Ich hatte gehofft, Sie und die anderen könnten mich heute Abend zu Hause besuchen. Ich habe so viel zu erzählen. Aber nur zu gern. Sagen wir den anderen Bescheid. Vortrefflich. Dann bis bald. Noch eine Erinnerung. Und jetzt raus hier. Ich hab doch gewusst, dass es irgendwas mit ihrem Bruder zu tun hat. Da gibt's dann bestimmt noch mehr zu erfahren. Und ich glaube... Wobei, ich glaub eigentlich fast nicht, dass sie... Sie könnte die Böse sein, aber... Ich weiß nicht, ich glaub, sie handelt halt einfach. Vielleicht macht sie irgendwas Unüberlegtes, um ihrem Bruder zu helfen am Ende. Also es sind jetzt ein paar vage Vermutungen, aber... Ja. Noch mehr kristallisierter Stein. Das muss der Weg zurück zur Kartenkammer sein. Dann gehen wir wieder zur Kartenkammer. Also, ich bin mir noch nicht sicher. Also, sie hat auf jeden Fall was mit der Geschichte so zu tun, ihrem Bruder, dass sie irgendwas macht und vielleicht
Vielleicht löst sie irgendwas aus. Oder, ja, vielleicht ist sie mit die Böse, aber sie sieht nicht böse aus irgendwie. Sie will halt nur ihrem Bruder helfen. Aber ich bin mal gespannt, wie die Geschichte dann letztendlich weitergeht. So, zurück zur Kartenkammer. Da ist Professor Fig wieder. Ist hier schon was Neues markiert? Hier hinten ist auf jeden Fall, hier leuchtet was. Hier war das der Turm, wo wir waren. Wen haben wir denn da? Ich bin Schüler in Hogwarts, Sir. Das hier ist Professor Fig. Professor Charles Rookwood, zu Diensten. Hat jemand die erste Prüfung bestanden? Ja, ich, Professor Rookwood. Wir haben Sie im Denkarium in Gringotts gesehen, mit Professor Rackham. Fürwahr. Sie haben also den Portschlüssel zu Professor Rackhams Verlies gefunden. Und die Karte in dem Medaillon über dem Denkarium entschlüsselt. Ja. Ich habe etwas Schwebendes über dem Denkarium gefunden, das ich nicht identifizieren kann. Ah, ja. Sie finden ein ähnliches Artefakt bei jeder Prüfung. Die müssen Sie sicher aufbewahren. Sie brauchen sie zum Abschließen der Reise, die wir für Sie geplant haben. Sobald Sie alle haben, sagen wir Ihnen, was mit Ihnen zu tun ist. Ich verstehe. Können Sie mir etwas über die nächste Prüfung sagen? Bevor Sie fortfahren, möchte ich noch mit Charles über die äußerst angespannte Lage mit den Kobolden sprechen. Hm? Kobolde? Der Schüler hat Spuren einer mächtigen schwarzen Magie gesehen, die von Kobolden genutzt wird. Er und sein Mentor Professor Fig sind nicht nur vor St. Bakars Turm Kobolden begegnet. Sie trafen auch in meinem Gewölbe in Gringotts einen mächtigen Kobold. Es wäre wohl klug, die Prüfung zu unterbrechen, bis wir mehr wissen. Aber wir werden uns natürlich nach Ihrem Urteil richten. Nun denn. Halt, Professor. Der Name Rookwood. Denken Sie? Dass es eine Verbindung zu Victor gibt? Vielleicht. Aber hat sie etwas zu bedeuten? Wer weiß. Erzählen Sie erst mal, was Sie im Denkarium gesehen haben. Bevor die Hexe aus dem letzten Denkarium, Isadora, Professorin in Hogwarts wurde, hat sie sich mit Professor Rackham über schmerzlindernde Magie unterhalten. Hoffentlich bringt uns das nächste Denkarium weiter. Lassen Sie uns erst mal hören, was Ranrock weiß. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich habe eine Idee. Ich habe Sirona in den drei Besen mit einem Kobold sprechen sehen. Sie schien sich gut zu verstehen. Nun gut, sehen Sie, was Sie herausfinden können. Und vergessen Sie nicht... Mein Stoff. Ja, Sir. Bevor Sie gehen. Bevor wir gehen, was? Ja? Ach so, bevor wir gehen. Professor? Sind Sie irgendwo auf wirbelnde Spuren von Magie gestoßen? Abgesehen von denen auf unserem Pfad. Ich glaube nicht. Was sind das für Spuren? Beweise für die Bemühungen der Hüter, die Macht der alten Magie in dieser Zeit zu manipulieren. Wenn ich recht habe, und das habe ich meist, können Sie diese Spuren nutzen, um Ihre eigene Magie weiter zu verbessern. Danke, Sir. Ich werde danach Ausschau halten. Hut ab vor dem Hüter. Oh, das ist auch ein verdammt cooles Bild eben gewesen. Zurück im Gemeinschaftsraum. Percival Rackhams Prüfung abgeschlossen. Okay. So, wie sieht's aus? Kriegen wir einen Brief oder... Ich sollte Sirona in den drei Besen nach... Spektakuläre Neuigkeiten! Die Besenaufrüstung ist bereit! Schauen Sie doch mal im Laden vorbei!
Ich hoffe, Sie werden mich für eine dringende und höchst vertrauliche Angelegenheit so bald wie möglich aufsuchen. Ich glaube, dass wir uns gegenseitig helfen können. Okay. So, Besenaufrüstung. Hier wäre die Hauptquest und hier haben wir einmal die Konkurrenz wegfegen. Kaufe eine Besenverbesserung. Besenverbesserung ist auf jeden Fall super interessant. Ich glaube, da sollten wir hin. Das heißt, wir gehen jetzt als erstes mal nach Hogsmeade und da können wir auch ein paar Sachen verkaufen. Und vielleicht gucken wir uns danach auch einfach mal ein bisschen in Hogsmeade um. Es gibt ja in Hogsmeade hier auch noch Truhen zu finden, Handbuchseiten. Wir können ja auf jeden Fall noch jede Menge Erfahrung sammeln. Und wir haben uns ja noch nicht wirklich überall genauestens umgeguckt, was es hier denn alles gibt. Also vielleicht machen wir jetzt erstmal eine kleine Erkundungstour durch Hogsmeade. So, dann reisen wir mal erstmal nach Süd-Hogsmeade.